In der letzten Folge. So geht es weiter. Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge Resident Evil Zero. In der letzten Folge war ich tatsächlich ein bisschen unter Zeitdruck. Falls man es gemerkt hat, dann tut mir sehr leid. Ich will euch auf jeden Fall nun eine gemütliche Runde Resident Evil bringen, denn jetzt habe ich keinen Zeitdruck. Ich habe nur höchstens Druck auf der Blase, wenn ich weiterhin diesem Wasserfall dazuhöre. Aha, wir müssen raus hier, Billy. Wobei, eigentlich musst du anfangen, pinkeln zu müssen. So, warte, ich switch mal ganz kurz. Ich überlege gerade, wohin. Ja, Wasserschlüssel. Wasserschlüssel haben wir und dann gibt es ja noch dieses dumme Rätsel mit diesen blöden Statuen. Ich habe es zwar richtig verstanden, also ihr habt mir da auch ein paar Tipps gegeben, unten in den Kommentaren oder Vermutungen. Und ja, auf diese Idee bin ich eigentlich auch gekommen. Dass du eigentlich irgendwie das schwächste Tier anzünden musst, ne? So war das ja. Was sind denn die schwächsten Tiere? Da muss ich jetzt gucken. Mir wurde gesagt, zum Beispiel die Schlange frisst oder der Adler frisst die Schlange. Und somit ist die Schlange ein... Oh, das ist jetzt schwach. Eine Schlange kann auch Löwen töten, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich drücke jetzt einfach mal die Schwachen an, okay? Hier zum Beispiel... Okay, der hat krasse Hörner und sowas, weißt du? Aber... Ich zünd den an, Mann. Lass uns mal versuchen, logisch zu denken oder sowas. Belly, du wurdest ja angeschlagen. Scheiße, ich dachte, wir sind alle gesund. So, der ist auch gefährlich. Das Pferdchen ist jetzt nicht sonderlich gefährlich, oder? Das ist jetzt nicht sonderlich gefährlich, oder? Mhm, was ist das hier? Hier ist ein Wolf ist gefährlich und ein Tiger ist gefährlich, würde ich sagen. Eine Schlange auch. Ich würde sagen, den Adler nur noch und fertig. Der Wolf auch? Was steht denn da nochmal? Dank meiner List besiege ich selbst das größte Gehörnte. Ah, Biest. Das größte Gehörnte Biest. Das heißt, er besiegt das Reh. Er besiegt das Reh. Okay. Reh muss auf jeden Fall angezündet werden, glaube ich. Was steht hier? Ich überblicke alles. Kein Wesen entkommt meiner Macht. Okay, der ist der stärkste, Mann. Der ist ziemlich crazy drauf, Mann. Also mit dem würde ich mich nicht anlegen. Und dann haben wir hier einfach die Schlange. Bein und lautlos schleiche ich mich an meine Opfer heran und besiege mit einem Gift selbst den mächtigsten aller Könige. Okay. Würde ich auch nicht anzünden. Ich rage hervor und präsentiere stolz meine Hörner. Das ist gut. Ich besiege jeden mit einem Giftbiss. Ich zerhacke alle mit meinen Krallen. Ich stehe hervor und zeige meinen Hörner. Okay, ich würde sagen, der muss auf jeden Fall angezündet werden, Mann. Auf jeden Fall. Frei tanze ich durch die Lüfte und fange beinlose Beute. Aha! Der muss nicht angezündet werden. Der muss nicht angezündet werden. Keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Kann ich den nicht wieder auszünden? Also auszünden. Ausmachen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel rausgehe und wieder rein. Also, auf jeden Fall muss der... Ich glaube, der Hirsch muss auf jeden Fall angezündet werden. Der ist ja eigentlich ein Noob. Der präsentiert sie nur. Aber kämpfen? Stand nichts von. Bitte sei jetzt aus, Feuer. Bitte sei jetzt aus, liebes Feuer. Gut. Ich werde jetzt mal rumprobieren, wahrscheinlich hier ein bisschen schneiden, einfach mal alles anzünden. Ich werde nicht im Walkthrough gucken, vielleicht mache ich das, ich versuche es jetzt einmal mit euch. Wenn es nicht hinkriege, versuche ich mal ein bisschen rum und hoffe mal, dass ich das schaffe. Was sagt der nochmal? Dank meiner List besiege ich selbst das größte gehörnte Biest. Aber keine List, warte mal, hier steht ja, keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Ich glaube, es ist nur die Schlange und der hier, kann das sein? Warte mal, zünden wir den an. Was stand nochmal an der Tür? Stand da, dass das drei Stück sind? Sechs Seelen gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen Sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Mit den Geistern der Schwachen, ja. Du und die Schlange. Die Schlange? Hatte ich das eben gerade so? Und ich glaube, der Wolf hier. Ich zünd mal den Wolf an. Nein. Verdammte Axt. Und was, wenn ich den anzünde?
Oh, Leute. Dieses Rätsel. Wollen wir vielleicht lieber die Tür suchen? Mit dem Schlüssel? Ich glaube schon. Das wird nichts, Mann. Das wird nichts. Ich verstehe es echt nicht. Das ist... Tut mir leid, dieses Rätsel ist zu viel für mich. Lass uns jetzt erstmal zur Wassertür gehen. Die war ja dort bei dem Riesentausendfüßler. Genau. Da unten. Da, wo der Raketenwerfer lag. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen, dass hier keine kleinen Äffchen auf mich zurasen. Okay. Rebecca? Halt ein Auge offen. Genau, hier ist Heilung. Die kann ich ja eigentlich direkt verwenden für Billy. Da sind wir auch direkt geheilt. So. Und weiter geht's. Mit Billy haben wir jetzt auch in der letzten Folge unsere Waffe ein bisschen gepimpt. Und ich überlege gerade, da, nein, 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 nein. Wie kann man denn da nochmal hin? Ach, auf der zweiten Etage, auf der ersten Etage. Ich glaube, die Tür... Oh, scheiße, hier sind Zombies. Rebecca, nicht schießen, okay? Nicht schießen. Braves Mädchen. Braves Mädchen. Genau, die Tür, Ja. Doch, ich weiß schon wohin. So, haben wir irgendwie Sachen, die ich nicht brauche? Dann lass uns die mal ablegen. Dann lass uns die mal ablegen. Den Schlüssel brauche ich. Wie sieht es bei dir aus, Rebecca? Na du, gut, du hast einen verdammten Granatenwerfer bei dir, den wir vielleicht behalten sollten, was? Ach, das passt schon so, das passt schon so alles. Weißt du was, Rebecca? Ich glaube, du bleibst mal hier. Let's split up. Okay. Let's split up, okay? Du bleibst hier und ich untersuche jetzt erstmal alles. Ich glaube, das ist besser. Sonst geriet sie noch in Gefahr oder sowas und dann muss ich auf zwei aufpassen. Und das ist mir eindeutig zu viel. So, ich glaube, hier war der Weg, oder? Lass uns mal alle beten, dass ich den richtigen Weg gehe. Ja, das ist er. Sehr gut. Mann, ich frage mich, wozu ist dieses Rätsel da? Wahrscheinlich brauche ich das später, ha? Huh? Wahrscheinlich ist da ein wichtiger Gegenstand für den... ja, ich nenne es mal Teleskopen. Sie haben den Anlagenschlüssel verwendet. Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen, aber sowas von. Okay, bereit machen. Nicht, dass diese komischen Experimente, die ich da letztens besiegt habe, jetzt... hier auch noch auftauchen. Broadcast Room? Ah, meine Fresse! Nein, 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 nein. Oh, Scheiße, der ist jetzt auch hier drin, was? Oh, kann man den besiegen? Bekommt man etwas, wenn ich ihn besiege? Ich hab... Der kommt hier gleich rein, der kommt hier gleich rein. Wir haben ein dickes Problem, mein Guter. Oh, shit! Die sind überall oder ist es der gleiche? Oh, Mann. Kacke! Was gab es da im Broadcast Room? Etwas Wichtiges? Ich hoffe nicht. Müssen wir uns auf jeden Fall merken, den Raum. Oh Mann, diese Viecher gehen mir voll auf den Geist. Was? Liegt hier etwas rum? Oh, eine Bar. Das Klavier ist völlig verstaubt, sieht aber noch spielbar aus. Klavier spielen? Okay, was gibt's wieder für ein Klavierrätsel? Echt? Einfach so offen und ich muss nichts dagegen. Was? Okay. Nicht, dass wir gleich Besuch bekommen von den... von den Freaks da. Was ist das? Munition? Magnum-Munition? Oh, Baby, yeah. Liegt ja noch eine Magnum rum? Eine Batterie. Das ist das Problem. Ich kann es nicht mitnehmen. Ich habe keinen Platz mehr. Scheiße. Verdammt! Ich brauche die Batterie aber. Und ich will die Magnum-Munition. Lege ich die Gesundheit ab? Bin ich so verrückt? Ich leg's ab. Ich leg's ab. Ich leg's ab und nehme die Batterie mit. Scheiß auf die Gesundheit. Vielleicht finden wir gleich eine Magnum. Aber wie soll ich die dann mitnehmen? Rebecca. Rebecca. Ja, Rebecca, tatsächlich, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche tatsächlich deine Hilfe. Gut, Rebecca, ich hoffe, du kannst das Lied auch spielen.
Wahrscheinlich kann sie das nicht spielen. Was? Sie kann das nicht spielen. Okay, dann lass uns erstmal das hier ablegen. Ja, damit Rebecca auch ein paar Sachen mitnehmen kann. So, das sollte reichen. Ausgerüstet, alles klar. Dann laufen wir jetzt hoch. Und ja, helfen Billy da rauszukommen. Und natürlich sind da diese blöden Arschgeigen da, ne? Mann. Tja, mir wurde auch gesagt, dass man die besiegen kann, aber es nur verdammt lange dauert. Aber was heißt verdammt lange? Und vielleicht soll ich das riskieren, in diesen Raum da reinzugehen. In den Raum da, wo der Typ auch rumstand und dort einfach mal schnell alles absuchen. Wenn er mich ein paar Mal erwischt, heile ich mich halt. Gut, Rebecca. Scheiße! Der ist mutiert! Ich will das nicht, Mann. Ich will das nicht, Mann. Habe ich hier vielleicht die Magnum übersehen? Nein, okay. Ja, nee. Das klang nicht richtig. Hast selbst gemerkt, was? Eher Piano als Forte. Was? Ich habe die Errungenschaft eher Piano als Forte. Was? Check ich nicht. Okay, verdammt nochmal. Dann müssen wir das folgendermaßen machen. Dann muss ich das folgendermaßen machen. Das verwenden wir jetzt hier. Zack. Dann setzt es wieder ein, dann öffnet sich das und dann muss Rebecca die Scheiße hier holen. Gut. Sehr gut. Die Tür öffnet sich jetzt. Ach, diese... Alles muss animiert und gezeigt werden, was? Na gut. So. Hi, Rebecca. Das klang ja eher nach Vergewaltigung der Ohren. Verdammt nochmal. So. Jetzt kannst du auch mal die Sachen hier mitnehmen. Wo ist die Heilung? Wo ist die Heilung hin? Die Heilung ist weg. Doch, da liegt sie. Okay, erzähl keinen Scheiß, Mann. Ich dachte schon, der Kräutermix ist weg. Ja, mitnehmen. Komm. Genau. Jetzt geht die Tür zu. Ich überlege gerade, wir könnten das auf jeden Fall einsetzen dort beim Fahrstuhl draußen. Dann fahren wir hoch und finden wahrscheinlich dann auch dieses Ding, was wir da von oben gesehen haben, dass da so geglitzert hat. Das sah aus wie so ein Emblem, würde ich sagen. Das können wir dann später dort in dem Raum einsetzen, wo dieses Riesenteleskop drin steht. Ja. Wunderbar. Ach, das kann man auch überspringen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ja. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich switch zu Billy. Let's split up. Okay. Let's split up. Jetzt gehe ich hier erstmal ganz kurz die Räume untersuchen. Da gab es ja noch eine Tür. Ich hoffe, die geht auf, Mann. Sonst haben wir ein Problem. Ich möchte nicht beide in Gefahr bringen. Go, go, go. Die geht auf, okay. Und wohin führst du mich, Tür? Wohin führst du mich? Gut, das erinnert mich an Resident Evil 2. Und anscheinend war der Teil mit den mutierten Elefanten Resident Evil Outbreak oder so, ne? Ich hab nur von gehört, dass es einen Elefanten gibt. Aber nie gesehen. Sehr schön. Das knallt, was? Was? Wo ist denn der? Der da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme die Munition mit, auf jeden Fall. Ja. Nein, 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 nein. Hör auf mich zu nerven. Gibt es hier sonst noch etwas, was ich holen kann? Aha. Schraubenstock ist seine Steintafel eingesperrt. Der Griff fehlt, daher ist der Schraubstock nutzlos. Ach, verdammt nochmal. Der Schraubstock ist aber nicht hier im Raum irgendwo. Nee, das wäre zu simpel. Ja, jetzt muss ich einmal rundherum rennen hier. So. Gut, hier ist also auch eine Steintafel, die ich brauche. Im Fahrstuhl ist wahrscheinlich auch eine Steintafel, die ich brauche. Und was zum Teufel ist das für eine Tür? Ich hoffe ja, dass wir irgendwie einen Weg finden,
Weißt du, einen Shortcut freischalten, das wäre super. Aha, Heilung, Munition. Okay. Okay. Hier war etwas, hier hat etwas gelebt, hier wurde etwas beobachtet, da. Ja, das sind Kräuter, gut, aber die brauche ich jetzt nicht. Das ist ja ein eigenartiger Raum. Fast alle Geräte sind stark abgenutzt. An einigen Maschinen sieht man sogar Rost. Hier sind verschiedene Laborgeräte. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Okay. Ja, wir haben hier ein bisschen Heilung, okay. Soll ich versuchen, mal die Typen umzulegen? Soll ich mal versuchen, einen Typen umzulegen? Wie viel hält er aus? Schaffe ich das? Vielleicht sollte ich auch Heilung mitnehmen. Ja, warte mal. Na, der ist schon hier. Das finde ich aber gut, dass die sich immer hier rummoven. Oh, scheiße. Wenn der jetzt hier reinkommt, ne, haben wir ein Problem. So, warte mal. Kann ich die Heilung mitnehmen? Ich habe keinen Platz mehr. Okay, warte mal. Da ich eh so oder so hier wieder zurück muss, lege ich mal das hier ganz kurz ab. Ja. Okay. Ich würde aber am liebsten nicht den hier umbringen, sondern den Typen da in dem Raum. Oh, verdammt nochmal. Komm her. Komm rein hier. Scheiße, ey. Ja, dann nehmen wir die Schrotflinte. Verdammt, jetzt haben wir keine andere Wahl, Mann. Los, fetzen wir den weg. Fetzen wir den weg, Mann. Ich kann natürlich von der anderen Seite mit Rebecca auch noch kommen. Scheiße! Nein! Wie geht's dir? Warnung? Okay, wir können da noch was aushalten. Nein, 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 nicht sterben! Nicht sterben, nicht sterben! Immer noch Warnung! Kombinieren damit. Oh, scheiße. Kritisch, okay? Heilen? Wie viel hältst du aus, Mann? Oh, shit! Ah, das sind so kleine Mistviecher. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab! Wir sind gesund, okay? Ah, der Körper ist weg. Ist er tot? Holy shit! Okay. 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 Das ist ein scheiß Problem. Das ist ein riesengroßes Problem, was wir jetzt hier haben, Rebecca. Oh Mann, wir müssen jetzt an dem vorbeirennen. Wir müssen jetzt an dem vorbeirennen. Du hast Heilung. Warnung. Okay. Ich hätte vielleicht noch Kraut mitnehmen können, ne? Ich hätte vielleicht noch ein Kraut mitnehmen können. Okay. Folgendes. Hier lag keine Heilung rum, oder? Verdammt nochmal, wir wurden in die Enge getrieben. Okay. Ich glaube, ich gehe erstmal mit Billy dahin. In diesen Raum. Ich hoffe, das ist der Typ jetzt, der in diesem Videoraum da war. Nein! Wenn ich jetzt keine andere Wahl habe, außer zu sterben, ne, dann weine ich aber. Komm, Billy, du rennst jetzt erstmal weg, ey. Du rennst jetzt erstmal weg, Mann. Billy, weh, du kratzt ab. Ich habe keinen Bock, das Ganze hier nochmal zu machen. Also, komm ja nicht auf dich abzukratzen, okay? Cool, danke. Jetzt switchen wir einmal. Rebecca hält natürlich ein bisschen weniger aus. Sie hat aber Heilung. Kommen wir mal damit. Und gut, schicken wir Rebecca in diesen Videoraum. Scheiße. Nein, 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 nein. Videoraum, rein. Hoffen wir mal, dass ich jetzt den einen besiegt habe und dass jetzt der andere ist. Das kann doch nicht sein, dass drei Stück von denen hier sind. Nein, natürlich sind hier zwei Stück. Der mutiert, hä? Der mutiert, der mutiert, der mutiert. Gibt es irgendetwas? Da liegt was. Es ist die Kurbel. Scheiße, Rebecca ist schon
verletzt worden. Nein, 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 nein. Nicht, 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 nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fein, gut machst du das. Okay. Sehr gut machst du das. Verdammt nochmal, machst du das gut. Okay. Ah, falscher Weg. Wassertür. Und jetzt die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Und speichern. Ich glaube, ja, speichern, das wäre gut. Puh, diese Folge macht mich fertig. Diese Folge macht mich fertig. Okay, jetzt haben wir wieder beide mit Bauchkrämpfen. Super. Come on. Okay. Ich switch einmal kurz zu Billy. I'll check it out. Okay. Nein, nein, komm mit. Come on. Roger. Du kommst schön mit. Vielleicht wäre es auch schlauer, mit beiden gleichzeitig da durchzurennen, weißt du? Vielleicht wäre das schlauer, weiß nicht. Irgendwie erschien mir das als schlauer. Nein, da oben gehen wir nicht hin. Ja, wir haben jetzt den Schraubstock. Auf jeden Fall wissen wir, wo die Steintafel ist. Die Steintafel brauchen wir für dieses Riesenteleskop da. Mir fällt der Name nicht ein, wie diese Räume heißen. Okay, jetzt haben wir aber, was haben wir denn noch gefunden? Genau, die Batterie haben wir, ne? Die haben wir noch, oder? Ja. Pipupapa, austauschen mit der Batterie. Ja, haben wir denn hier ein, warte mal, liegt da, ah, da unten liegt ein Farbband rum, super. Nicht das Feuer, das Farbband. Jupp, mitnehmen. Ich speichere jetzt, Mann. Ich speichere jetzt, aus dem Weg. Rotes Kraut haben wir, okay, das heilt mich aber nicht, nur mit grünem Kraut. Ja, Daten aufzeichnen. Ja, machen wir einen 6. Speicherstand, verdammt. Ich weiß nicht, welcher von denen unwichtig ist oder vielleicht wichtig, um wieder alles nochmal zu spielen, falls ich jetzt komplett in eine Sackgasse mit meinem Leben gerate, weißt du? So. Das hätten wir jetzt auch. I'll go alone. Roger. Du bleibst hier. Ich gehe mal davon aus, dass diese Halle safe ist, dass dort nichts Böses passieren kann. Okay, hier ist auch nichts. Puh, jetzt können wir die Batterie einsetzen. Diese Folge hat's wieder in sich, ja? Diese Folge hat's wieder in sich. Okay. Passiert da was? Kann ich da... Muss ich da noch was drücken? Aufzug benutzen, ja klar. Okay, ich kann auf die Kiste rauf, aber... Ach, man kann dahinter. What the fuck, okay, das sah irgendwie ziemlich eng aus. Ich dachte, da komme ich doch nie mit meiner Plauze hinter. So. Wahrscheinlich ist auch in der Kiste irgendein Easter Egg, eh? Dass du irgendwie vielleicht die Kluft da runterschmeißen kannst. Oder vielleicht abschießen. Vielleicht ist was drin. Na komm. Nein, das war reinste Munitionverschwendung. Ja, und wie benutze ich ihn jetzt? Ah, ich brauche Rebecca, was? Ich brauche Rebecca. Gutzi. Na, dann komm mal mit. Das ist doch dumm, dass du einen Fahrstuhl hast, den du nicht alleine benutzen kannst. What? Verdammt nochmal. Da musst du dich zum Beispiel hinstellen, wenn du einkaufen gehen willst und warten, bis ein Nachbar rauskommt, weißt du? So, Aufzug benutzen. Yep. Jetzt sag nicht, Billy ist auch noch schwer. Nein. Da fährt der Billy davon. Der Billy davon. Hoch oben ist der Billy. Na 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 na. Ja, dann zwischen mal rüber. Ach, das ist dieser Scheißort. Wartet mal. Ja, aber da ist doch die Steintafel. Oh. Ja, leg mich fit. I hops. Bist du stark genug? Kriegst du es hin? So. Weiter. Ich glaube, mit Billy war das ein bisschen schneller, kann das sein? Vielleicht täusche ich mich auch gerade. Ich will dir nichts unterstellen, Rebecca. So. Gleich haben wir es. Einfach mal ganz an den Rand da. Oder vielleicht nur so. Genau. Und das jetzt hier hin. Komm, beweg dich. Ja, super, machst du das. Und jetzt haben wir die Steintafel. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay, cool. Das war, glaube ich, der. Kann ja noch ein bisschen ranschieben. Bup. Hoch mit dir. Kommst du alleine nicht ran? Hier ist etwas. Ach, guck mal doch. Disziplinsteintafel. Ja, jetzt wissen wir, wo zwei Steintafeln sind.
Und die letzte Steintafel befindet sich bestimmt hinter diesem Rätsel da. Hinter dieser Scheißtür. Ich sollte vielleicht Billy herholen, was? Warte mal, Billy, ich hol dich her. Ich hol dich her, damit du nicht in Gefahr bist. So. Gut, Freunde, dann werden wir uns mal in der nächsten Folge darum kümmern, den Schraubstock da einzufügen. Ja, das ist doch... Das ist doch ein schlechter Scherz, ey. Wie viele gibt's denn von denen? Ja. Da kommt Billy runtergefahren. Gut. Komm mal mit, Rebecca. Oder hier. Follow me. Ja. Follow me. Nein, ich will als Billy spielen. Nichts gegen dich, Rebecca. Aber er hat die coolere Knarre. Gut, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder und werden dann, ja, was ich eben gerade gesagt habe, das Rätsel müssen wir irgendwie lösen. Ihr könnt mir aber auch gerne einen Tipp geben. Das wäre super. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Euer Harley.